Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Metal und Gaming. So, wir gehen jetzt ins letzte Level bei Sifu. Ich muss ja sagen, am Anfang meines Let's Plays hatte ich schon Bedenken, ob ich es überhaupt in adäquater Weise bis zum letzten Level schaffe. Tja, aber da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Das hat ja ganz gut geklappt. Und ich bin zwar jetzt schon wieder relativ alt, aber ich denke mal, wenn man ins letzte Level geht, ist das auch okay. Wir gucken da jetzt mal rein. Wenn das eine Totalkatastrophe wird, dann muss ich mich vielleicht nochmal verjüngen, aber ich werde es erstmal mit dem Alter weiter probieren. Und ja, auf geht's. Ich freue mich. Ich freue mich. Schauen wir mal. Es wird ja jetzt wahrscheinlich so eine Art Shaolin-Tempel sein oder so, wie ich das da auf dem Berg schon gesehen habe. Jo, ab geht's. Mal alles durchstrecken. Oh. Oh. Hunde dürfen hier nicht hinkoten. Deswegen bin ich auch nicht hier. Freund oder Feind? Welcome to the sanctuary. Ich würde sagen, Feind. This is a place for broken bodies and spirits. Everyone is welcome. Ich bin alt, das passt doch. As long as they step through our door with humility and peace. Welche Form von Peace meinst du? Ach, die Peace meinst du? Du meinst die, die Star Trek-Form des Friedens. Ich geb dir Frieden. Ja, komm her. Komm. Da war die Bam-Lee-Faust. So. Gleich mal den Schmutz vor der Tür weggefegt. Greetings. Can I help you, sir? Where's Yang? He's in his office, meditating. It's the highest building. Just keep going up. Ich hoffe, die schlägt mir nicht gleich mit einem Messer in den Rücken. Man wird ja hier gerne von absoluten Casual-Leuten angegriffen. Hallo? Oh, das sieht aber schick hier aus. Hier will ich auch essen gehen. I'm afraid the restaurant's closed. What? Will ich doch nicht mehr essen gehen. Wütende Köche. Solange Steven Seagal nicht hier ist. Ich werde dich locker lassen, mein Freund. Hat mich die Kellnerin verkloppt. Oh, und ich habe hier einen Todeszähler auf 4. Was ist das denn? Oh, shit. Okay, dann muss ich mich vielleicht doch nochmal verjüngen. Das ist ja... What? Come on, wake up. Krasses Küchenpersonal hier. Meine Güte. Ihr habt hier alles versaut. Ich wollte hier nur mal kurz Hallo sagen und zu der Statue gehen. Hallo Statue. So. Tja, jetzt kann ich ja eh nur noch hier oben mal lernen. Dann nehmen wir den Drei-Haken-Tritt. Aber ne, warte mal. Das hier hatte ich schon angefangen. Nee, habe ich noch nicht. Oder? Warum ist denn das dann schon lila? Hey, jetzt bin ich verwirrt. Bogusangriff kostet 2 Leisten, nur mit Stab. Ja gut, wenn er sagt, ich habe den schon einmal gemacht, dann ist mir zwar gar nicht
hier. Ich kann hier aber doch nicht. Doch, ich könnte noch die Fokusleiste dazu lernen. Na gut, dann machen wir das. Bisschen Erfahrung. War da was? Ah. So, ich bin hier also nur reingegangen, um zu der Statue zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Den Kampf hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können. Sieht das hier drüben genauso aus? Wer möchte mich denn hier vermöbeln? Das Gästehaus. Ist das optional? Keine Gästehaus. Ist aber super schick hier, muss ich sagen. Ne? Leveldesign ist echt. Da kann man nicht meckern. Da draußen sind Leute, habe ich gerade gesehen, durch die Tür. Und was ist hier oben? Ja. Come forward. Can I help you, sir? Can I help you, sir? Während ich den anderen absteche. Was sieht's denn aus, was ich brauche? Dein Leben brauche ich. So. These rooms are for our special guests. Let me show you to yours. Ach, come on, ich habe sowas von geklickt. Jetzt will mich das Spiel aber richtig langsam natzen hier. Ich muss aber sagen, der sah eigentlich sehr freundlich aus. Das tut mir fast schon leid. Bis er mir an die Gurgel gegangen ist. Oh, ich habe eine Karte. Cool. Okay. Gibt's hier? Ein Collectible? Ein Blumenschlüssel. Ja, ja, ja. Hello. Ich denke mal, mit einigen dieser Collectibles wird man wahrscheinlich dann bestimmte Türen und so aufmachen können, weil es waren ja einige da, die ich nicht öffnen konnte. Ich werde das Spiel sowieso nochmal durchspielen. Wahrscheinlich nicht nur einmal, aber... gehen wir mal weiter. Wo war ich denn jetzt stehen? Warte mal, da hinten war noch eine... Oh, jetzt hätte ich mir beinahe hier den Schnippi eingeklemmt. Hier war doch noch die draußen. Da sind sie doch. Hallo? Yoga? Let's wrap up today's lesson. Verkloppt den alten Mann. Ja, hab ich doch gesagt. Oh, 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 okay. Ah, okay. Mein Gott, ich hab mich geduckt. Habt ihr das gesehen? Wir riskieren jetzt hier nichts mehr. Wir sind zu alt, um noch was zu riskieren. So, wer will noch? Wer hat noch nicht? Ihr wart nur hier zum Meditieren, ne? Zum Transzendieren. Oder zum Mutieren. Ich weiß ja nicht, was das hier für ein Verein ist. Hallo? It is an honor to meet you. Your treatment has been prepared. My treatment, oh. Was habt ihr denn vor mit mir? Oh. Das ist aber nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Haven't you had enough? Nee, ich hab noch nicht genug. Zwing mich doch. So. Einmal die Pulle her.
Hallo? Statue. Muss noch einmal umgucken. Nicht, dass mir hier einer in den Rücken fällt. Ich nehme noch mal eine Fokusleiste. Und, doch, ich kann was. Und zwar kann ich den Fokusschwung irgendwas angriff. So, habe ich gelernt. Ich guck mir das irgendwann noch mal alles an mit den Moves. Erstmal will ich sie einfach nur haben. Das ist mir jetzt meistens zu stressig, noch neue Moves hier zu lernen on the fly. Tür zum Duftgarten, okay. Es ist schon deutlich verschachtelter hier als die anderen. Jetzt muss ich gepurged werden. Wenn du da das. Oh shit, ey. Das hätte vermieden werden können. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz schön low, muss ich sagen. Also, da ist nicht mehr viel Saft drin. Könnte schwierig werden, so das Level. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit 63 weiter probieren soll. Das ist schon ganz schön knapp hier, muss ich sagen. Da kann ich ja wirklich nur ein, zwei Mal down gehen und dann... Und ich bin ja noch nicht mal bis zum Endgegner gekommen. Nee, also die Sache ist, ich befürchte, wenn ich in dem Alter weiterspiele, dann brauche ich wahrscheinlich 100.000 Anläufe, bis ich das geschafft habe, weil ich einfach so wenig Spielraum für Fehler habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann nochmal eine Verjüngerungskur machen. Ich weiß noch nicht, ob ich die dann aufnehme oder nicht, weil ich... Bei der Verjüngungskur ist das auch immer so eine Sache, das ist ja nicht garantiert, dass ich besser durchkomme. Also es kann natürlich auch sein, dass ich 2, 3 Anläufe mache und ich bin im Endeffekt gar nicht jünger geworden. Ja, schauen wir mal. Also das war jetzt auf jeden Fall einmal ein Abstecher ins letzte Level. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wie immer, lasst mir einen Kommentar oder ein Like da. Oder auch nicht. Und dann sehen wir uns ja vielleicht im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.